Hallo und willkommen zurück erst einmal genau zur frischen Handelswoche heute hier bei Baileys Fizz. Und zwar nicht nur zur frischen Handelswoche bei Baileys Fizz, sondern auch zu einer volatilen Handelswoche. So jedenfalls die Erwartungshaltung, wenn wir uns den Märkten nähern. Es dürfte das ein oder andere Quäntchen Marktschwankung zu erwarten sein. Schauen wir uns an, warum. Und vor allen Dingen natürlich auch die Dollarschwäche, die natürlich aktuell durchaus weiteres Potenzial in den Märkten anzeigen könnte. Moin, moin, Robert, Richtung Berlin und dem Rest der Zuhörer auf der europäischen Seite natürlich weiterhin. Ja, was steht in dieser Woche an? Und zwar, zum einen haben wir ja hier in diesen Handelstagen wichtige Nachrichten und damit einhergehend auch starke Bewegung in Richtung des US-Dollar zur abwärts gerichteten Seite. Insofern erleben können. Am Dienstag, also morgen, folgt das Sitzungsprotokoll der australischen Notenbank. Da dürfte es keine wichtige Änderung insofern geben. Auf der anderen Seite allerdings und in dem Zusammenhang natürlich weiterhin dann auch die Informationen, die seitens der japanischen Notenbank anstehen könnten. In der letzten Woche am Freitag gab es ja die Leitzinsentscheidung. Dort hat es keine Veränderung gegeben. Unverändert bei minus 0,1%, also die Geldpolitik und damit einhergehend dann auch der schwache entsprechend japanische Yen hilft unserem aktuellen Handelstrade sogar seit dem frühen Morgen hier der Markt noch mal ein Stückchen weiter auf der oberen Handelsrichtung unterwegs und der Einstiegspunkt 150,35 aktuell handeln wir hier bei 155, also 450, 460, na, 470 Pips in etwa liegen wir vorne. Wir haben nochmal weitere 25 Pünktchen hier geschlossen in dem Trade, das heißt von dem noch vorher offenen einem vollen Kontrakt jetzt noch 75%, also weiterhin offen. Der Markt fängt jedoch an, sich aufwärts zu bewegen. Die Frage allerdings, ob wir hier auf oder durch diese Widerstandszone nach oben hin hindurchbrechen. Dieser dreifache Punkt zum ersten, zweiten und zum dritten könnte natürlich anzeigen, dass hier durchaus weiteres Potenzial auf der oberen Seite antreten könnte oder eben auch, dass der Markt, wie gesagt, hier an dieser Zone entsprechend anfängt, erst einmal Korrekturpotenzial zu zeigen, mit der Möglichkeit vielleicht weiterhin hier in der abwärts gerichteten Richtung mit Potenzial sich auseinanderzusetzen. Der Euro insgesamt stark unterwegs, den sehen wir ja in weiteren Währungspaaren ebenso mit weiterer Stärke. Der Euro hatte sich ja zulegen können, auch hier die Unterstützungszone im Wochenchart unten hatte dafür gesorgt, dass der Markt daraufhin sich ja aufwärts bewegt hatte. Und genau dieses spannende Handelsthema hier auf dieser unteren Ebene jetzt mit positivem Potenzial geht also weiterhin nach oben voran und das Ganze könnte natürlich hier zum einen weitergehen auf der oberen Seite, zum anderen allerdings dann auch an dieser Widerstandszone so langsam als Handelsbereich in Richtung Abwärtspotenzial sich anpassen. Genau die Ebene, die wir entsprechend hier sehen, im linken Chartbereich, Widerstandsebene jetzt auf der rechten Seite, genau am gleichen Handelsmuster ein Stückchen weit festhaltend, könnte das natürlich darauf hinlaufen, dass der Markt sich also weiterhin zunächst nach unten korrigiert zeigt. Also Druck auf der kurzen Handelszone, Stundenchart deutet vielleicht an, dass wir eine leichte weitere Abwärtsbewegung hier sehen könnten zunächst, bevor vielleicht dann, sofern das der Fall ist, der Aufwärtstrend weiter fortgeschrieben wird. Gleichwohl natürlich insgesamt vor allen Dingen durchweg im 1,10, 1,1050er Bereich die Spreu sich vom Weizen trennen dürfte, denn hier oben, wenn sich der Markt dieser Zone nähert, lauert natürlich der noch stärkere Widerstandsbereich. Sollte dieser also durchbrochen werden, dann könnten wir natürlich hier durchaus schnelles Potenzial nach oben sehen. Und zwar hätten wir dann die ein oder andere wichtige Handelszone, die sich ergibt. 1,11, wie gesagt, die Ebene hier oben bis dann hin in Richtung 1,1260 oder höher, zeigt hier an, dass also weiteres Potenzial auf der oberen Ebene erwartet werden dürfte und dieses Aufwärtspotenzial dann den Markt entsprechend auch weiterhin nach oben befördert. Demgegenüber steht natürlich der Dollar-Index, der jetzt hier sich leicht abwärts bewegt und zwar am Widerstandsbereich scheiternd aktuell. Dort ist der US-Dollar ein Stückchen weit weitere Schwächephase an.
nähert sich allerdings auch schon wiederum alsbald hier einer markanten Unterstützungszone. Und das könnte natürlich hier eben genau diese Marke sein, die mit weiter steigendem Preisbereich hier für Gegenwehr sorgen könnte, wo dann möglicherweise der US-Dollar-Index sich dann wiederum erholt und weiteres Aufwärtspotenzial zeigt. Aktuell riecht es ein Stückchen weit nach US-Dollar-Schwäche. Und wenn die entsprechend auch im Markt sich also weiterhin fortsetzt, könnte natürlich der Euro-Dollar sich weiterhin nach oben bewegen und entsprechend mit weiterem Aufwärtspotenzial hier auseinandersetzen. Wie gesagt, der schwache Dollar-Index aktuell deutet an, dass hier ein weiteres Potenzial nach unten entsprechend im US-Dollar eintreten könnte. Auf der Ebene gibt es noch Gespräche derzeit zwischen Außenminister Blinken, der sich gerade in den Vereinigten Staaten, natürlich nicht, sondern in China befindet. Blinken also dort mit Top-Diplomaten und Außenminister Qin Gang unterwegs und auf der Seite am Sonntag mit scheinbar einem 7,5-stündig andauernden langen Gespräch. Die Frage also, inwiefern die generelle Rollenverteilung zwischen den USA und China wieder ein Stückchen weit hergestellt, respektive verbessert werden kann. Jedenfalls das Ganze natürlich insofern aus der US-amerikanischen Sichtweise. Beide Seiten sind aktuell darum bemüht, positiv sich zu geben. Also man sage, die entsprechende Bewegung könnte oder die Signalwirkung jedenfalls positiv sich bewegen und entsprechend vor allen Dingen auch die Lage zwischen den beiden als positiv stabilisierend wirken. Heißt also in dem Fall positive Marktbewegungen hier vielleicht möglicherweise zu erwarten, gleichwohl natürlich auch Hintergrundgespräche in dem Zusammenhang vielleicht nicht unbedingt das Beste jetzt hier sind, um die Aktienmärkte respektive sich den Devisenmärkten zu nähern. Rohölmarkt kommt da vielleicht nochmal zum Tragen, denn der hält sich positiv. Die Unterstützungszone wurde also verteidigt. Der Markt deutet auch im Tagesschart durchaus einen Ausbruch auf der eben oben genannten Seite möglicherweise hin. Heißt also hier, wenn über diesen Widerstandsbereich sich der Markt vor nach oben bewegen kann, so könnte natürlich dann weiteres Aufwärtspotenzial eintreten. Der Ölmarkt also, wie gesagt, hier sieht Positives hervor oder bringt Positives hervor. Wochenchart, Unterstützungszone, wenn auch gleich in einer leichten Dreieckskorrekturphase, so könnte natürlich der Markt sich hier ausgehend von dieser Ebene positiv bewegen und entsprechend auch in dieser Handelswoche für Aufwärtspotenzial möglicherweise also in dem Fall sorgen. Auf der anderen Seite hilft natürlich generell der starke US Oil oder der Ölmarkt im Allgemeinen dem kanadischen Dollar. Und hier sind wir wiederum zurückgelaufen, leicht zurückgelaufen jedenfalls, was den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar anbelangt. Und da kommt natürlich langsam die Abwärtsbewegung hier ein Stückchen weit sicher zum Tragen. Der Markt, der also hier nach unten scheinbar eine Korrekturphase antestet, respektive hier andeutet, dass also die vorherige Unterstützungszone, jetzt Widerstandszone, vielleicht dann doch wiederum Abwärtspotenzial zulassen könnte mit entsprechend der Bewegungsmöglichkeit hier also nach unten. Ausgehend vom Monatschart also könnte der kanadische Dollar natürlich hier langfristig gesehen durchaus weiteres Potenzial zeigen und damit dann auch den Markt hier auf der unteren Seite weiterhin sich bewegen. In dem Zusammenhang die Aktienmärkte in einer leichten Korrekturphase unterwegs, die Marktstimmung gerade seitens professioneller, institutioneller Anleger leicht in Korrekturlaune unterwegs, sieht aktuell allerdings noch nicht wirklich stark nach negativem Trend aus. Aber klar, die Freitagsbewegung gerade hier im S&P könnte für leichtes Korrekturpotenzial zunächst einmal stehen. Der Markt hatte ja in der letzten Woche hier durchaus stark sich nach oben bewegen können im S&P 500, wie eben vor allen Dingen aber auch im Nasdaq. Der Nasdaq hatte ja hier durchaus starkes Potenzial nach oben angezeigt, also positives Potenzial hier im Nasdaq, was dann wiederum vielleicht hier auch mit weiter Abwärtsdruck jetzt im zweiten Handelsgang einhergehen könnte. Die Widerstandszone aktuell, und zwar genau der Handelsbereich, an dem wir aktuell ein Stückchen weit scheitern, wie es jedenfalls derzeit aussieht, rund um den 15.200-Punkte-Marke-Bereich heißt. Natürlich hier, die Luft wird ein Stückchen weit dünner. Nach oben wäre natürlich immer noch massiv Platz, wenn wir uns den relativen Stärkeindikator anschauen. Manches Mal genügt hier nur ein kleines Fünkchen Schwächephase,
Marktveränderungen, die Märkte zum Schwanken bringen. Derzeit, wie gesagt, riecht hier die Lage nach einer leichten Korrektur möglicherweise, vielleicht aber nicht unbedingt hier nach einer starken Gegenbewegung. Demgegenüber steht der Deutsche, der DAX natürlich auch weiterhin leicht positiv, gleichwohl wir immer noch eine gewisse Handelsdivergenz hier beobachten können, soll bedeuten, Hochpunkt, Widerstandspunkt hier, Markt also leicht nach oben sich weiter bewegen können. Diese gewisse Divergenz allerdings deutet im relativen Stärkeindikator an, dass der Markt also keine starke Aufwärtsbewegung erst einmal hier, was jedenfalls das Momentum oder die Intensität anbelangt, hat zeigen können. Im Gegenteil, der Markt hat zwar einen neuen Hochpunkt geschaffen, marginal oberhalb dem vorherigen Punkt, deutet allerdings mit weniger Intensität darauf hin, dass man also vielleicht hier durchaus mit der einen oder anderen Gegenbewegung nach unten rechnen soll. Also vielleicht ein wenig Obacht, was die Aktienmärkte anfangs oder derzeit hier anbelangt. Denn im Umkehrschluss gilt natürlich generell schwacher US-Dollar, positive Aktienmärkte, starker Euro, den können wir nun eben sehen, bedeutet ebenso Positivität in den Märkten. Auch da lohnt sich noch der Blick in Richtung Austral-Dollar, denn auch dieser fängt bereits wiederum an, sich leicht nach oben zu bewegen. Vielleicht war es also doch nur eine leichte Korrekturphase hier zunächst da. Der Markt ja zunächst hier in die Handelswoche in den letzten Stunden, wenn sich die Kerze lädt, in den letzten Stunden hier positiv hat zeigen können. Also insofern natürlich hier nach der kleinen Korrekturphase vielleicht noch weiteres Aufwärtspotenzial hier zu erwarten. Zum Euro-Yen waren wir schon, dann gucken wir weiter in Richtung Metallmärkte, die schwanken so ein wenig weiterhin. Wir hatten ja am Donnerstag diese Aufwärtsbewegung gesehen und zwar aufgrund des stark werdenden Euros und dann der Schwäche vor allen Dingen hier im US-Dollar. Und die US-Dollar-Schwäche sorgt natürlich dann dafür, dass gerade die Bodenschätze, also in Anführungsstrichen vor allen Dingen auch alles gegenüber dem US-Dollar wiederum an Preise zulegte. Diese Bewegung allerdings ein Stückchen weit zwar nicht im Keim erstickt, aber beendet derzeit, heißt diese Widerstandszone, ob wir die jetzt bis hier hinten zeichnen oder markieren, mal dahingestellt, aber zeigt hier an, dass im Tageschart vor allen Dingen der 50er gleitende Durchschnitt gerade hier sich als Widerstandsebene präsentiert und genau dort an der Ebene vielleicht mit weiterem Abwärtspotenzial zu rechnen sein könnte. Heißt, der Markt könnte natürlich also weiterhin hier doch wiederum zurücklaufen und sich dann wiederum in diese Abwärtsbewegung, in dieses Abwärtspotenzial hier abwärts nach unten umdrehen. Heißt ganz klar, die mittelfristige Erwartungshaltung, obgleich der Wochenunterstützungszone hier, also Pinbar-Kerze, Korrekturphase, könnte natürlich dann auch hier dem, in Anführungsstrichen, langfristigen Chart zum Opfer fallen. Also heißt Monatschart, Druck leicht nach unten, Wochenchart immer noch unterstützt, heißt also oder hieße, sollte der Markt hier nach unten sich bewegen, dann könnte natürlich weiteres Potenzial nach oben entsprechend wiederum eingeläutet werden. Silber verhält sich positiv, da vielleicht eher die Industrienachfrage als preistreibende Kraft zu bestätigen. Und wenn wir denn nach einem Grund suchen müssen, Silber hält sich insofern auf der Unterstützungszone, kann sogar scheinbar hier aus diesem Dreiecksbereich ein Stückchen weit ausbrechen nach oben. Heißt also auch klar, im Tageschart 50er Durchschnitt durchbrochen, könnte also der Aufwärtstrend hier wiederum ausgerufen werden. Hieße, in dem Fall im Tageschart könnte sich sogar ein Einstieg anbieten, und zwar oberhalb dieses Handelskerzenbereichs, und zwar hier im 24,20, 24,25er Marktbereich. Könnte natürlich der Markt hier weiteres Potenzial andeuten und also den Silbermarkt weiterhin hier nach oben befördern. Parallel dazu, Silber, vor allen Dingen hier mit der Pinbar-Dochtkerze, Unterstützungszone hier, könnte natürlich dann genau an diesem Handelsbereich mit einer weiteren Bewegung nach oben hier vollziehen und den Markttrend wiederum positiv gestalten und vielleicht dann auch mittelfristig hier dieses Seitwärtspotenzial, was sich aktuell ergeben hat, dann vor allen Dingen oberhalb des 25,50er Marktbereichs, wie gesagt, hier positiv beenden, um dann weiter mit Aufwärtspotenzial hier im Markt sich zu zeigen. Also Positivität im Silber könnte sich, wie gesagt, hier anbieten. Der Markt derzeit deutet durchaus Potenzial hier an und dieses Potenzial nach oben, wie gesagt, könnte den Markt insgesamt natürlich weiterhin hier befeuern. Was haben wir ansonsten? Das sind eigentlich so die wichtigsten Informationen, die wichtigen Marktideen, die sich hier als solches derzeit anbieten. Aktienmärkte leicht wackelnd mit einer kleinen Tendenz jedenfalls zumindest
zu Anbeginn der Handelswoche leicht korrigieren zu können. Die Aktienmärkte, dann vor allen Dingen aber auch die Property Markets in Großbritannien, heißt also Real Estate, der Homeowner oder Home Sellers Bereich in London, deutet hier an, dass 1,6% Wachstum Druck auf dem Markt aktuell lädt, und der Druck natürlich dafür sorgt, dass also die Preise, die Eigenheimpreise im London-Stadtbereich, Stadtkern leicht fallen. Im Gegenteil dazu sind allerdings die Preise stabil, insbesondere in komplett Großbritannien zusammengenommen. Thema dürfte spannend werden, vor allen Dingen, weil in dieser Handelswoche ja am Donnerstag wiederum dann die Notenbank tagt. Das heißt, am Donnerstag werden wir erfahren, wie es also weitergeht. Erwartungshaltung, Zinsanpassung nach oben, 4,75%. Also jedoch, wenn weitere Zinsschritte, und davon dürfte auszugehen sein, in Richtung 6%-Marke dann platziert werden, hieße das das erste Mal 6% als Ziel in Richtung oder rückblickend auf das Jahr 2001. Könnte das natürlich und dürfte weitere Einflüsse haben in den Homeowners-Markt in Großbritannien und dafür sorgen, dass natürlich vielleicht entsprechend auch die Märkte weiterhin und Preise in dem Fall weiterhin fallen. Generell das Zukunftsaussichten, heißt also am Donnerstag weiter Notenbank-Sitzung, am Mittwoch Verbraucherpreisindex, und der ebenso spannend, denn auch dieser wird leicht abkühlen erwartet, und das könnte dazu führen, dass das Pfund ein Stückchen weit vielleicht abgeben dürfte. Vor allem, wenn wir auch mal einen Blick auf den Erzeugerpreisindex, der nun auch schwächer erwartet wird, wagen. Heute Erzeugerpreisindex heute, Verbraucherpreisindex dann in die Zukunft natürlich extrapoliert. Heißt, der Pfundepreis hier handelt aktuell am langfristigen Monatschart eben genau am Widerstandsbereich, und zwar dem Widerstand des 50er gleitenden Durchschnitts. Und der könnte natürlich dafür sorgen, dass die Luft zum einen ein Stückchen weit dünn wird, zum anderen natürlich aber auch, wenn sie übertroffen wird, diese Zone für weiter exorbitante Marktsteigerungen sorgen könnte. Heißt also, sofern hier erst einmal eine erwartete Gegenbewegung erfolgte, und das sieht erst einmal danach aus, könnten wir hier von Abwärtsdruck zunächst oder sollten wir von Abwärtsdruck erst einmal ausgehen, vielleicht zugunsten des US-Dollar. Mittelfristig gesehen allerdings dann, wie gesagt, Druck in Richtung Aufwärtsrichtung könnte erwartet werden und damit dafür sorgen, dass also das Pfund einen weiteren oder den aktuellen Höhenflug weiterhin fortsetzen wird. Heißt klar, spannende Handelszahlen dieser Woche, den Verbraucherpreisindex, am Donnerstag die Leitzinsentscheidung, also einiges hier auf der Agenda. Fragen? Derzeit keine. Alles klar. In diesem Sinne würde ich sagen, weiter viel Erfolg im Handel hier ganz klar, und wir hören uns dann am Donnerstag hier zur Frühstücksbörse wieder. Bis dahin, alles Gute.